geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist voll geworden, es ist wirklich voll geworden. Offensichtlich interessieren sich viele für dieses Thema, obwohl wir das doch eigentlich alles schon mal gehabt haben. Vor über einem halben Jahrtausend hat die Erfindung des Buchdrucks die Welt verändert. Das wurde damals von vielen begrüßt, gerade in der Wissenschaft. Aber es gab auch ganz, ganz große Vorbehalte gegen den Buchdruck. Insbesondere die traditionellen Gedächtnisorganisationen, die Bibliotheken und Archive in den Klöstern, in denen Dokumente geschrieben, aufbewahrt, abgeschrieben wurden, die waren sehr skeptisch gegenüber einer Technik, die ihre bisherige Monopolstellung in Frage stellte. Kann denn das, was eine bloße Maschine macht, mechanisch macht, in gleicher Weise Anspruch auf Originalität und Authentizität beanspruchen? Kann denn nicht plötzlich jeder jeden Unsinn verbreiten, ohne dass das irgendwer auf seine Richtigkeit überprüft? Gelehrte Würdenträger, Geistliche, sie argumentierten und polemisierten gegen den Buchdruck. Mehrere päpstliche Bullen richteten sich gegen seine verderblichen Auswirkungen, wollten ihn gar verbieten. Die Argumente von damals scheinen uns vertraut. Etablierte Institutionen, ein etablierter Wirtschaftszweig, nämlich die klösterlichen Schreibstuben, werden bedroht. Die leichtere Verbreitbarkeit von Inhalten geht mit einem Verlust an Kontrolle einher. Die Seriosität der so verbreiteten Inhalte wird angezweifelt. Aber auch bei den Auswirkungen gibt es Parallelen. Missstände werden aufgedeckt in einer Art und Weise und mit einer breiten Wirkung, die nur durch die neue Technik möglich wurde und wird. Ob das damals die Dekadenz der Borgia-Päpste war oder in der Gegenwart der Folteralltag von Abu Ghraib. Und das, diese leichtere Aufdeckbarkeit von Missständen, gefährdet die Autorität der Mächtigen. Und die Auswirkungen, die sind nicht selten auch revolutionär im ganz wörtlichen Sinn. Ob damals in Reformation und Bauernkriegen oder heute im arabischen Frühling. Schon damals entstanden aus einer technischen Entwicklung heraus neue Akteure. Das waren Akteure der Wirtschaft und Akteure aus einem Bereich, den wir heute sehr plakativ und auch etwas ungenau mit Zivilgesellschaft umschreiben. Und die traditionellen Institutionen, die mussten sich dazu verhalten, mussten ihr Selbstverständnis hinterfragen, mussten sich weiterentwickeln. Die Akteure der Wirtschaft, das waren im 15. Jahrhundert die Drucker. Die waren am Anfang die Speerspitze der Innovation, begannen aber schon kurze Zeit später ihre Pfründe zu verteidigen. Zum Schutz ständischer Privilegien der Drucker wurde in England das Copyright, das Recht zu kopieren, entwickelt. Ich möchte hier fairerweise in Klammern anfügen, dass das kontinentaleuropäische Urheberrecht dogmatisch anders begründet wurde und wird. Aber darauf will ich hier nicht eingehen. Für hier ist nur wichtig, dass sich auch hier eine Entwicklung zu wiederholen scheint. Die großen Akteure der Informationstechnik, die lange als Inbegriff der Innovation galten, investieren zunehmend weniger in die technische Entwicklung, dafür aber mehr in die Honorare von Patentanwälten. Der Innovation folgt die Verteidigung von Besitzständen. Auch die neuen Akteure dessen, was, wie gesagt, sehr ungenau mit Zivilgesellschaft umschrieben wird, gab es schon im 15. und 16. Jahrhundert. Damals tauchte plötzlich eine Vielzahl von Flugblättern auf. Theologen, Propheten, Laienprediger, Scharlatane, Wissenschaftler, politische Gruppierungen, Ständevertreter. Sie alle trieben durch die vielen Druckwerke, die eben nicht von den damaligen Autoritäten legitimiert waren, einen Diskurs voran, der in seiner breiten Wirkung die herrschenden Beschränkungen überwand.
die traditionellen Institutionen, die der Bewahrung von Wissen und kulturellem Erbe verpflichtet sind, mussten sich ändern. Und sie haben sich geändert. Ja, sie haben sich geändert. Es ist heute keine Frage mehr, dass Bibliotheken auch Gedrucktes aufbewahren, nicht nur Handschriften. Ist das nicht ermutigend? Die Bibliotheken haben es geschafft. Die haben schon einmal den ganz großen Wandel gemeistert. Auch heute stehen die traditionellen Gedächtnisorganisationen wie Archive, Museen und Bibliotheken vor der großen Herausforderung, einen fundamentalen Wandel zu meistern. Und sie stellen sich dieser Aufgabe. Mal mehr, mal weniger entschlossen. Moderne Bibliotheken verfolgen längst Hybridkonzepte, bei denen elektronische Angebote die traditionellen gedruckten ergänzen. Mit der Europeana wird das ehrgeizige Ziel verfolgt, das kulturelle Erbe öffentlicher Institutionen im Netz zugänglich zu machen. Doch halt! Fairerweise müssen wir konsternieren, dass die meist öffentlich finanzierten Institutionen, die das kulturelle Erbe bewahren sollen, erst spät auf das Internet reagiert haben bzw. auch reagieren mussten. Sie waren nicht die Avantgarde. Und ich sage das als Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek auch ganz offen. Wir waren nicht die Avantgarde. Und das, obwohl doch die demokratischen Optionen und Ansprüche des Netzes von Anfang an von großer Euphorie begleitet waren. Aber es waren eben andere, die von dieser Euphorie getragen wurden und nach vorne drängten. Am Anfang standen wenige Experten, die die Entwicklung des aus Hyperlinks und Diskurs geborenen Internets vorantrieben. Darunter gab es viele Spinner und Nerds, Techniker halt. Schnell begann dann eine wissenschaftliche Community, die Möglichkeiten des Internets zu nutzen. Es folgte die Wirtschaft, erstmal dieses Strohfeuer der Dotcom-Blase, aber zunehmend dann auch nachhaltige und sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle. Auch die Politik reagierte dann, wenn auch nicht immer mit Sachverstand. Und öffentliche Institutionen, na, die reagierten häufig erst aufgrund politischer Vorgaben. Aber heute nun ist absehbar, was durch das Internet alles möglich ist. Ein Zugang zum kulturellen Erbe, ein Zugang eben nicht nur zu Metadaten, auch nicht nur zu Texten, sondern zu allen abbildbaren Formen. Die offene Struktur des Internets wird auch und gerade im Hinblick auf das kulturelle Erbe durch die Akteure genutzt, die wir schon aus der Geschichte kennen, aber auch aus anderen Bereichen des Internets. Durch die Zivilgesellschaft, durch Firmen mit kommerziellen Interessen und durch öffentliche Institutionen. Archetypisch und beispielhaft für die Zivilgesellschaft steht Wikipedia, für kommerzielle Interessen steht Google, für die öffentlichen Institutionen stehen Europeana und Deutsche Digitale Bibliothek. Auf dieser Konferenz nun wollen wir Vertreter aller genannten Bereiche, also der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der öffentlichen Institutionen zusammenbringen. Wir wollen ihre jeweiligen Konzepte und Strategien untersuchen, gegeneinander abgrenzen, Beispiele bestehender Kooperation beleuchten und weitere Möglichkeiten ausloten. Das Netz mit seiner offenen Struktur verträgt sich nicht mit Monopolansprüchen. Und doch, dem Engagement im Netz ist oft ein solcher Anspruch inhärent. Etwa Google, der Anspruch, alles zu finden. Oder auch alle Bücher der Welt zu digitalisieren. Oder der Europäer, der Anspruch, das gesamte kulturelle Erbe Europas im Netz sichtbar zu machen. Oder der Wikipedia, der Anspruch, eine umfängliche Enzyklopädie für all das zu sein, was relevant ist. Es ist dieser Absolutheitsanspruch, verbunden mit Ressentiments gegen die jeweils anderen Milieus. Die öffentlichen Institutionen, die sind doch viel zu träge und unflexibel für die digitale Zukunft.
Ach, bei den kommerziellen Akteuren, da verwandeln sich doch Inhalte in Content. Da kommt es gar nicht mehr auf Richtigkeit an. Alles muss nur schnell gehen, quick and dirty. Und Wikipedia? Ist das nicht nur eine Plattform für virales Marketing und politische Propaganda? Da kann doch jeder alles reinschreiben. Ressentiments enthalten oft ein Quäntchen Wahrheit. Und die Suche nach diesem Quäntchen bestimmt den Blick auf die anderen. Sobald dies Quäntchen gefunden ist, ist das Ressentiment bestätigt. Das funktioniert als self-fulfilling prophecy, als selbsterfüllende Prophezeiung. Dabei werden die eigenen Schwächen natürlich übergangen, der Splitter im Auge des anderen gesehen, aber der Balken im eigenen Auge nicht. Dem kulturellen Erbe dient so eine Einstellung nicht. Um ein Beispiel zu nennen, und ich will in dem Milieu bleiben, dem ich angehöre und nicht auf die Fehler der anderen verweisen. Natürlich haben öffentliche Kulturinstitutionen einen sehr hohen Anspruch auf Richtigkeit und Genauigkeit, auch einen hohen Wissenschaftlichkeitsanspruch. Aber ein kurzer Blick in die real existierenden Bestandskataloge, Bestandsverzeichnisse und Datenbanken offenbart, auch da gibt es durchaus Fehler. Jeder, der damit zu tun hat, wird das bestätigen. Es ist der inhärente Absolutheitsanspruch, verbunden mit Ressentiments, der den Diskurs über die Milieus hinweg so schwierig macht. Mich erinnert das immer ein bisschen an interreligiösen Dialog. Auch da müssen Absolutheitsanspruch und Ressentiments in den Hintergrund treten, damit man die andere Religion überhaupt sehen kann. Und was ist mit den Urhebern? Wollen wir hier das Fell des Bären verteilen, bevor er erlegt ist, wie mir ein befreundeter Filmemacher vorwarf? Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wenn wir uns Gedanken darum machen, wie kulturelles Erbe bewahrt und der Zugang ermöglicht wird, richtet sich das nicht gegen die Interessen der Kreativen. In Zukunft wird eben noch deutlicher gelten, was schon jetzt absehbar ist. Was nicht im Netz ist, das wird nicht in der Welt sein. Es droht in einem schwarzen Loch des Vergessens zu verschwinden. Und wir wollen, dass das kulturelle Erbe in der Welt bleibt. Wie nun die Kreativen von der Verbreitung ihrer Werke profitieren, ist ein ganz anderes Thema. Das geltende Urheberrecht gewährt in der Praxis den traditionellen Verwertern Monopolansprüche, von denen auch die Urheber profitieren. Ein bisschen zumindest. Das System funktioniert auch nicht immer gut. Viele mittellose Kreative können ein Lied davon singen. Und ob und wie sich das in Zukunft ändern muss, wie sichergestellt werden kann, dass Kreative ihr Auskommen haben, das ist wichtig. Das gehört auf die rechtspolitische Agenda. Aber das ist eben nicht Kernthema dieser Konferenz. Beim kulturellen Erbe geht es meist um Werke, die ihren Verwertungszyklus, ihren kommerziellen Verwertungszyklus schon hinter sich haben, aber im kollektiven Gedächtnis erhalten bleiben sollen. Darunter viele Kulturzeugnisse, die längst nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind. Am Ende dieser kurzen Einführung sollen ein paar Worte darüber stehen, wer denn diese Konferenz trägt, wer sie ermöglicht hat. Das ist neben der Deutschen Kinemathek die Arbeitsgruppe zum kulturellen Erbe des Internet und Gesellschaft Collaboratory, in dem ganz offen über all die mit Digitalisierung und Internet zusammenhängenden Fragen diskutiert wurde und wird und auch im nächsten Jahr noch weiter diskutiert wird. Ich danke allen, die dort sich eingebracht haben. Ebenfalls Mitveranstalter der Konferenz ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, deren Präsident Professor Hermann Patzinger, der hoffentlich schon da ist oder zumindest bald kommt, gleich zu Ihnen sprechen wird. Ich sehe schon, alle gucken, halten nach ihm Ausschau. Als letzter Mitveranstalter ist noch Wikimedia Deutschland zu nennen. Und auch auf die Unterstützung durch Google möchte ich hier hinweisen. Google ist es beispielsweise zu verdanken, dass wir auf dieser Konferenz weder hungrig noch durstig bleiben werden.
Unser Ziel muss es sein, eine Vision zur digitalen Zukunft des Kulturerbes zu entwickeln und neue Perspektiven aufzuzeigen, ohne dabei die Beschränkungen in den Beschränkungen der Milieus zu bleiben, ohne das kulturelle Erbe den kommerziellen Interessen völlig unterzuordnen, ohne das aus der Tradition erwachsene Wissen der bestehenden Gedächtnisorganisationen zu verlieren und gleichzeitig dabei die enormen Potenziale partizipatorischer Konzepte zu nutzen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass uns dies auf dieser Konferenz gelingen kann. Lassen Sie uns damit beginnen.